frühen Morgen dieses herrlichen Augusttages verlassen wir noch in der Dunkelheit den Hafen von Porto Mogán. Unser Plan, möglichst früh in Richtung Las Palmas aufzubrechen, wird durch die vorherrschenden nordöstlichen Windrichtungen bestimmt. Für uns heißt das heute Wind von vorne. Den Segler lassen wir heute einmal schön in der Wachskiste und absolvieren die Pflichtstrecke unter Maschinen. Puerto Rico auf Gran Canaria. Guten Morgen. Wie geht es dir? Gut geschlafen. Las Palomas mit den berühmten Dünen. Natürlich bleiben wir auch heute nicht vom Starkwind verschont. Wir haben momentan 30 Knoten. Die Welle hat auch zugenommen. Wir sind gerade einem Sperrgebiet von einer Fischfarm begegnet. Als ich die Karte dann aufgezogen habe, habe ich sie auch gesehen. Also, es bleibt spannend. Wir nähern uns mit Riesenschritten Las Palmas. Der Wind hat auch etwas nachgelassen, von 33 Knoten auf 23. Die See geht noch 2 Meter hoch. Ist teilweise auch hier ein bisschen ruppig. Da hinten sieht man schon Las Palmas. Muss ich doch mal eben in Deckung gehen. Also heute gibt es kleine Garnelen.
wir vorher geputzt haben, entdarmt haben. Ganz wichtig, entdarmen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Wenn ihr mal Garnelen kauft, die sind alle nicht entdarmt. Es ist kein Problem. Erst Pelle ab, dann den Rücken aufschneiden und dann den Darm rausnehmen. Das ist also vom Geschmack her ganz extrem wichtig. Wir machen sehr, sehr gerne auch im Kontaktgrill. Da ist das noch schöner. Heute haben wir da keine Lust zu gehabt, deswegen haben wir sie mal in der Pfanne getan. Ganz einfaches Fischgewürz dabei. Und dann kann man jetzt dazu... Haben wir einen Kartoffeldotter? Ein Gratin, ja genau. Cilantro dabei. Cilantro, das ist Koriander. Koriander. Nicht jedermanns Geschmack. Ja, aber schön zupfen und dann da rein. Das ist ja wirklich eine Sekundensache. Wirklich. Ja, wenn die schön blasig sein. Ja. So, dazu zu den Garnelen haben wir einen Kartoffelgratin gemacht. Das ist übrigens Cilantro. Man nennt es auch Koriander. Schön fein gehackt. Man muss die Stiele gut abmachen. Dann ist es auch vom Geschmack her nicht ganz so seifig. Unsere Schätzchen hier und unser Kartoffelgratin. Ein Traum, ich sag's euch. Nach einigem Suchen finden wir auf der Mole zum Hafenbüro eine freie Stelle, wo wir uns mit einem kleinen Kunstwerk verewigen. Seit Tagen liegt über der Stadt Las Palmas ein unangenehmer Brandgeruch, der sogar die Augen reizt. Durch Fahrlässigkeit ist in den Bergen oberhalb der Stadt ein riesiges Feuer ausgebrochen. Mehrere tausend Menschen mussten schon evakuiert werden. Das Feuerlöschflugzeug kommt hier in den Hafen, um Löschwasser aufzunehmen. Ein spektakuläres Manöver. Las Palmas hat die mit Abstand preiswerteste Marina im ganzen Kanarischen Archipel. Wir bezahlen hier pro Tag sagenhafte 9,50 Euro inklusive Strom und Wasser. Da wir für den nächsten Tag eine gute Wettervorhersage bekommen haben, werden wir morgen nach Fuerteventura weitersegeln. Es ist 6:30. Der Mond scheint. Wir haben gerade schon... Das Schiff soweit vorbereitet. In Episode 33 hatten wir, ihr werdet euch erinnern, ja noch überhaupt keine Idee, welchen Kurs wir einschlagen sollten. Denn auf unserem Weg zurück nach Lanzarote wird der Wind eigentlich ja immer von vorne kommen. Das ist uns klar. Die Wetterbeobachtungen und die Erfahrungen der letzten Monate brachten uns dann aber dazu, doch die Route über Gran Tarajal auf Fuerteventura zu wählen. Am 20. Mai, also vor 3 Monaten, sind wir die Route in entgegengesetzter Richtung bei Nacht gefahren. Durch hohe Wellen und viel Wind benötigten wir 16 Stunden für die 80 Seemeilen. Was wird uns heute erwarten? Wie lange werden wir brauchen? Werden wir wieder genauso viel Wind und hohe Wellen bekommen wie letztes Mal? Jetzt im August? Nach Sonnenaufgang motoren wir die ersten 5-6 Meilen hinaus, bis wir die Acceleration Zone erreichen. Der Wind nimmt stetig zu und die Maschine hat Ruhe. Wir müssen die Segelfläche immer wieder anpassen. Aber bei dieser Überfahrt fühlen wir uns viel besser. Der Wind zeigt uns zwar auch dieses Mal, was er so drauf hat, aber die Welle ist angenehmer und lässt Mola Mola schnell durch die aufgewühlte See rauschen. Uhr, Mojable quer ab. Keiner glaubt das, dass wir vor einer halben Stunde noch 8 Windstärken hatten. Jetzt ist der Wind weg. Wir haben nur noch eine relativ hohe Dünung. Wir haben die Maschine an, um überhaupt voranzukommen.
Wir freuen uns sehr, nach nur 12 Stunden die 81 Seemeilen geschafft zu haben. Ist es doch heute wie ein Nachhausekommen hier in Gran Tarajal. Am nächsten Morgen entdeckt Petra über dem Kartentisch eine gewisse Salzkruste. Die Deckenverkleidung muss sofort runter und siehe da, wir trauen unseren Augen nicht. Die Muttern der Genua-Schiene sind fast alle locker. Die vielen Sturmfahrten zeigen ihre Wirkung. Nach über 10 Jahren hat sich das Sandwich-Deck wahrscheinlich verdichtet und dadurch die Schrauben gelockert. Wir sind froh, dass es nichts Schlimmeres ist, denn bei Seewasser im Schiff sehe ich rot. Wir dichten die Muttern mit Karosserieband, der berühmten Bärenscheiße, neu ein und kontrollieren vorsichtshalber auch noch die Steuerbordseite. Der Sicherheitsdienst fährt mit dem Moped durch das Hafengebiet. Die Abdeckungen für unsere Luken haben sich sehr bewährt, weil die Sonne jetzt doch sehr heiß ist und die Wärme so viel, viel besser draußen bleibt. Selbst genäht. Das eingezogene Gummiband hält das Ganze zusammen, sodass es auch, wenn mal viel Wind kommt, nicht wegfliegt. Man kann die Abdeckungen bei offener oder geschlossener Luke benutzen. Wenn wir auf Fahrt sind, machen wir sie aber lieber runter, damit sie nicht so eingesalzen werden. So haben wir jetzt unsere großen Luken sehr gut geschützt. Hier die Luke über dem Salon und hier die Luke über dem Vorschiff. Ist jetzt hier Fuerteventura, wir haben hier weit über 30 Grad, steife Brise, es weht ziemlich stark, aber der Wind ist heiß, es ist richtig heißer Wind. Wenn der Wind nicht wäre, wäre es wahrscheinlich unerträglich. Wir haben den 30.08., es ist kurz vor 7, haben gerade Rettungswesten rausgelegt. Computer angeschlossen, Kartenmaterial rausgelegt, Kaffee gemacht. Wir warten jetzt noch ein bisschen darauf, dass es draußen ein bisschen heller wird. Ja, und dann geht es auch schon wieder los. Wollen wir doch heute gegen den schwachen Nordwind nach Rubicon auf Lanzarote kommen. Wir sind etwa eine Stunde jetzt unterwegs. Die Sonne hat sich wieder verzogen. Vorhin hat es ja mal so ausgesehen, als würde sie kommen, aber nach einem kurzen Blitzbesuch ist sie dann wieder hinter den Wolken verschwunden. Wir fahren hier mit guten 7 Knoten, haben den Wind mehr als von vorne, nämlich genau von vorne mit 13 Knoten. Die See hat sich jetzt ein bisschen an diesem Kap hier ein ganz kleines bisschen aufgerubbelt. Wir fahren jetzt um dieses kleine Kap rum und dann immer Richtung Norden. Dann kommen wir irgendwann in Rubicon an. Er sagt jetzt Ankunftszeit so gegen 14 Uhr. Ich denke 14, 15 Uhr, das wäre schon toll. Wäre ich happy und wenn der Wind noch ein bisschen nach Osten geht, könnte es sein, dass wir ja vielleicht sogar noch ein bisschen Stützsegel setzen können. Wir haben jetzt nur das große, so ganz kleines bisschen. Können wir mal eben gucken hier. Und das ist eigentlich nur dafür da, damit es nicht ganz so schaukelt eventuell und damit es sich so ein bisschen abstützen kann. Ansonsten muss heute wieder der Dieselwind dran. Ungefähr 12 Meilen vor Lanzarote, Playa Blanca, Marina und das Ausrauschen der Angelschnur schreckt uns aus der Morgenstille auf. Sollte da etwa? Ja, tatsächlich ein Biss.
Vorsichtig, aber bestimmt hole ich die Leine ein. Es ist ein Skipjack, also ein echter Bonito. Gehört zu den am meisten vorkommenden Fischen aus der Familie zwischen Tuna und Makrele. Ist weltweit verbreitet, wird bis zu einem Meter lang bei einem Maximalgewicht von 30 Kilo. Typisch sind die bis zu 7 Längsstreifen und die silbrige Bauchseite. Klar, die müssen wir jetzt, die Gräten müssen da rausgezupft werden. Die filetiert und die werden wir heute in der Pfanne braten, auf der Haut. Bratfertig wandert der Fang zunächst bei uns in die Kühlung. Aber wir freuen uns schon so aufs Abendessen. 8,3 Knoten über Grund. Wir sind jetzt zwischen Fuerteventura und Lanzarote. Ziemlich diesig und kein Wind. Oh, 8,4 zeige ich dir jetzt sogar an. Das heißt, wir haben eine ziemliche Strömung wohl auch mit uns. Wir haben mindestens, na sagen wir mal, 2,5 Knoten Strom mit uns. Ja, wir warten hier jetzt einen Augenblick. Die Marina hat uns gebeten zu warten, damit uns ein Mariniero zum Liegeplatz begleitet. Rubicon gehört zu den bekanntesten und bestorganisiertesten Marinas der Gegend. Hier trifft man viele bekannte Yachten aus der Szene. So begegnen wir hier zum Beispiel der Delos, der Plan B und wir treffen Martin mit seiner Jumbo, die sich auf die Reise über den Atlantik vorbereiten. Während sich Petra um die Zubereitung unseres Bonitos kümmert, versuche ich die Segel etwas zu entsalzen. So etwas Selbstgefangenes schmeckt ja immer großartig. Wie auch schon bei unserem ersten Besuch hier in Marina Rubicon, fühlen wir uns auch diesmal wieder sehr wohl. Um die Marina herum gruppieren sich viele Restaurants und Boutiquen. Die eigentlichen Touristenhochburgen liegen in Playa Blanca oder in Puerto del Carmen. Dort ist es in der Saison viel voller und das Publikum entsprechend. Nach einem ausgedehnten Streifzug durch die gut sortierten Supermärkte haben wir erst einmal genug von Marineambiente und verholen uns 4 Meilen hinaus zum Ankern vor dem berühmten Papagaio-Strand. So, wir sind gerade ausgelaufen aus Marina Rubicon. Es ist jetzt 10 Uhr. Gucken mal, dass wir einen Ankerplatz finden im Papagaio-Strand. Schau mal, das Wetter ist gut. Wenig Wind, 10 Knoten. Es ist wohl einer der angesagtesten Ankerplätze Lanzarotes. Bei den vorherrschenden, meist nördlichen Winden liegt man hier sehr gut. Thank you.
Grund auf 4 bis 8 Meter Wassertiefe ist sandig mit Felsen durchsetzt. Das Wasser ist sehr klar und wir können gut erkennen, ob sich die Ankerkette um die Steine legt. Gegen Abend lichtet sich meist das Ankerfeld, weil viele die Nacht lieber in der Marina verbringen. Für uns ist es die Erfüllung aller Träume, hier im warmen, klaren Wasser zu schwimmen und zu tauchen. So vergehen schnell mal so 10 Tage, ohne dass wir es eigentlich richtig merken. Entspannung pur. Aber aufgepasst, das Wetter kann sich hier auch sehr, sehr schnell ändern. Wir erleben hier momentan einen irren Windwechsel. Wir haben die ganze Zeit zwischen 15 und 25 Knoten Wind gehabt mit Gewitter. Wir hatten sogar Regen. Jetzt ist es gerade im Moment, klick hat's gemacht und der Wind hat aufgehört. Da hinten über Fuerte steht eine weiße Wolkenbank und jetzt fängt's wieder an. Jetzt sieht man da drüben bei dem Ankerlieger die Flagge, die steht im Wind. Wir haben wieder 10, 15 Knoten. Von 0 auf zack. Es geht innerhalb von Sekunden. Am Strand ist natürlich nichts los, ist klar. So geht das den ganzen Tag. Ein Blick auf den Kalender macht uns unmissverständlich klar, dass wir nun schon 5 Monate unterwegs sind. Bei unserer Ankunft Anfang April machten wir in Arrecife gleich eine Reservierung für den Winterliegeplatz im September klar. Dass die Zeit so schnell vergeht, hätten wir damals nicht gedacht. Aber irgendwie freuen wir uns jetzt auch auf eine ruhige Winterzeit in Arrecife.